Egal. Kannst auch bleiben, wenn du Hallo. chatten willst. Grüß Gott. Roskott. Wir gucken immer so zu. Okay. Wir gucken immer beim Stream zu. Sehr gute Frage. Jemand? Echt? Selten zumindest. Aber ich streame einfach. Ich habe ja meinen Spaß da Warum machst du dran. das denn? Die Leute, die Kommst du dann rush, Spaß dran haben. Nico? Ja, Raft ist ja an. Ja, musst du gehen und wieder schließen. Er hat Sonst wird die auch Welt nichts andere angezeigt. Male. Also du bist schon in der Welt drin. Ja. Du wirst mir nicht Sammel auch. angezeigt. Und ich habe jetzt wieder 60 Millionen. Ah, ja, du hast doch bestimmt Lust, mir 2,5 Millionen für eine Gitarre zu geben, oder? Nö. Du Nö. kannst mir 2,5 Millionen geben, dann kaufe ich deine. Wenn ich die hätte, würde ich mir selber noch eine. Und wie Wenn viel ich das kriege ich, Geld wenn ich ein hätte. Mundblatt verkaufe? Nur Viel. eins. Eins. Sehr viel. Ja, ich meine so jetzt beim Händler. Ja, dann farm ich noch ein bisschen halt generell Zutaten. Also ich habe Zutaten für 20 Fiesaftränke gefarmt, auf jeden Fall. Farm ich nochmal Jüngerraun, weil manche wollen nicht direkt ein Mundblatt haben, sondern Jüngerraun. Ja. Farm steht. Ich glaube, ich muss auch mal einen Stream machen. Ja, kannst ja machen. Du weißt es, hier ist anscheinend alles auf der Insel wieder nachgewachsen. Doch immer. Darf ich jetzt bitte, schließ jetzt bitte geben und Nico, ich kann nicht nachschauen. Mensch, Nico. Das Was habe ich noch? dann Ich habe jetzt. auch einen Tarnumhang. Unendlich. Also einen, der in meinem Inventar ist, den ich immer wieder ausrüsten kann. Habe ich gewonnen im Event. In den Events, ne? Ich glaube, mein Event, da musste man auch farmen. Weil da war das halt runtergesetzt, das Farming-Level. Da habe ich 71 Kürbissuppen gefarmt. Man musste Kürbissuppen farmen und wer die meisten hat, hat halt gewonnen. Hätte ich nicht mitgemacht, das fand mich zu Ja, langweilig. das war von 15 bis 0 Uhr. Und es gab halt noch jemanden, den Domi, aber für den haben auch zwei Leute gefarmt oder einer. Und dann habe ich einen überzeugt, habe zu ihm gesagt, so, ja gut, du farmst ja gerade alleine. Aber eigentlich bringt dir das nichts, weil wir beide farmen mit mehreren. Du hast keine Chance. Und dann hab ich denen halt ein Angebot gemacht. Halt Geld. Freundschaftspunkte und der hat dann für mich. Hab ich gewonnen. Freundschaft. Denke mal, beste Lüge ever oder so. Ich hab denen das gegeben. Nee, ich sag so Freundschaftspunkte. Bringen die ja kaum eigentlich. Ihr Weiß nicht. Wie Point Shop. scheiß schwer ist es, Gmod zu schließen, du behindertes Spiel. Escape beenden. Ja, nee. Alte 4. Alte 4 geht bei Gmod nicht. Ich Ja. weiß, aber trotzdem Alte 4. Und du kannst auch nicht über Alt-Tab das Fenster schließen. So, jetzt komm rauf. Dann kann ich Doch, das. manchmal. Dann kann ich das andere wieder anmachen, ne? Kann der Nico dich auch einfach einladen? Eigentlich nicht. Nee, irgendwie geht das nicht. Oder er kann nicht hinterher joinen oder irgendwie. Weil du in Garrison Ist drin bist. egal, ist Raft ist egal. komisch. Mangosamen, ey, nee. Kann ich ja mal sagen, wie schnell ich 100 Jüngerraunen habe? Ja, das möchte ich gern wissen. Ja, warte. Ich bin jetzt gleich bei 100, dann fange ich an zu zählen. Okay, ich fange jetzt an. Warum ist mein Haken so verbuggt? Keine Ahnung. Wenn ich Rechtsklick wäre. ranziehen. Jetzt kann ich endlich Gamemod wieder anmachen. Nein, warte, Aber. lass mal kurz, bitte. Lass mal kurz. Oh, meine Fresse, Junge! Nee, jetzt geht's, alles gut. Gib mir keine Kopfschmerzen, bitte. Überlegen. Am Überlegen ist er. Ah, ja. Koch mir jetzt erstmal eine Suppe. Kostet jetzt erstmal eine Suppe. Ich würde aber echt gerne hier noch den Rest der Farm. Und ich bin jetzt bei 100. Ich weiß allerdings. Wie?
Wie hast du das so schnell gemacht? Indem ich Farming Level 121 bin und jede Sekunde eine Junge Aran bekomme. Also jede Minute 100. Viel Geld willst du? Ich habe einen Moonblood. Kann man dir Point-Shop-Dinger da Kommt drauf an, wie viele du anbieten? hast. Wie viel willst du? Also ich würde 3 Millionen, also nicht 3, warte, ich erzähle dir jetzt, wie ich auf den Preis komme. Ich verlange normalerweise für ein Mondblatt 3 Millionen. Vielleicht auch Punkte. ein bisschen weniger. Nein, normale Galleonen. 3 Millionen. Und also der Preis vom Server her liegt bei 1 zu 40. Also für einen Pointer-Punkt 40 Galleonen. Weil man kann nämlich, wurde nämlich so errechnet, dass man beim Donaten kriegt man ja, Rechne kann man ja mal. Pointer-Punkte und Galleonen Wo bekommen. bist du, Ron? Ah, da. 3 Millionen geteilt durch 40. Also, Ja. das kannst du ja wohl im Kopf rechnen, oder? Bist du 75.000 Pointer-Punkte? 75.000? Ja. 3 Millionen. Nein. Ja, Warte, drüber. ist echt? Warte kurz. Mann! Ja, rechne Mann! 75.000 mal 40. Jetzt lass mich schon 3 farmen Millionen. gehen! Ich mach doch gar nichts! Ja, Farm nee, doch! ich muss hier hochkommen. Ich Reiter. brauch Wie viele dich! Pointer-Punkte hast du denn? Schon viele, Also oder? 130.000. Aber nee, für Pointer-Punkte mache ich das nicht. Ja, bin oben. Ich habe ja selber 500.000 Pointer-Punkte. Ich hatte mal mehr. Ah, Also Scheiße, wegen dem Teil es von gab eine gerade muss ich die Zeit. ganzen Fenster wieder aufmachen. Gab eine Zeit, wo man richtig viele Pointer-Punkte farmen konnte durch den sogenannten Point Shop, also Point Shop-Punkte Booster für 75% und Gambling. Die Gambling war früher halt, waren halt relativ hoch. Also man konnte schnell halt User etwas joined your gewinnen, channel. durch diesen, aber nur durch die Point Shop-Punkte, durch diesen Hi. Booster. Morgen. Warte, ich So. sollte mal noch auf Live setzen, damit hier nicht noch Leute rein oder wenn. Server group assigned. Wie viele junge Raum brauchst du denn, Ron? 2800 noch. 3800. 2800. Ja, dann farm ich dir die. Aber ich kann das nicht bezahlen. Ah, du hast nicht. Ja, dann. Schenk niemandem was. Früchtekompott, das haben wir doch schon, oder? Also die Grille hat gerade perfekt Also gezirpt. ich würde halt 2700, ich meine 2,7 Millionen verlangen, die 2800. Die habe ich nicht. Sonst hätte ich auch wieder eine Gitarre. Hätte mal die Gitarre nicht geholt, hätte ich vielleicht sogar 2,5 Millionen gemacht. Für die 2800. Das Coole ist, weil ich ja so ein hohes Mining-Level habe, kann ich einfach ein Monopol bilden. Ich kann einfach die Preise bestimmen. Ich kann auch einfach andere Leute unterbieten. Wenn die sagen, ja, ich verlange so viel, kann ich einfach sagen, ja, ich verlange halt viel weniger, weil das für mich eigentlich nichts ausmacht. Ich habe auch überlegt, ob ich einfach alle Häuser kaufe, also alle miete. Warum? Und niemand eins hat. Nicht alle. Ich denke, Dann da bei würde mir. Mike schon was ganz anderes sagen Ich tun. weiß. Und die dann bei mir mieten können. Oh. Das Weißt ist die schon, dass du Frage, für für wie ein lange? Haus in einer Woche 10 Millionen zahlen musst, ne? Ja. Und es gibt 5 Häuser. Ich habe 60 Millionen gehabt. Alle mieten können. Dann hätte ich gefarmt. Manche hätten mir dann vielleicht Miete bezahlt und also Untermiete. Also sie gelten dann als Untermieter. So, ich würde Da sagen, hätte ich gehen wir einen. weiter, Ron, oder? Ich brauche nichts mehr. Ich habe noch ein paar Nee, Algen aber 10 gesammelt. Millionen ist eigentlich ein.
Solider Preis, ja. Man hätte ihn jetzt weniger machen können, ja. Aber das liegt daran, dass manche halt viel Geld haben, wie ich oder andere, die auch farmen, etwas höher sind, so mein Level 50. Wie Aber wenn die. gesagt, das hängt vom Level ab. Es geht auch so halt, dass, Oder man hätte sagen können, 10% des aktuellen Geldbesitzes. ja, dann hat jemand nur 1000 und bezahlt dann so wenig. Ja, auch nicht die Sache, weil Mike hat zu mir zum Beispiel gesagt, ja, 10 Millionen Ab ein paar Millionen darf man in halt, Prozenten. darf, ich habe ja auch viel Geld bezahlt, hat er gesagt, und dann darf ich mir das auch entsprechend einrichten. Ich meine, ich wohne da alleine, habe 10 Millionen bezahlt und darf mit maximal 4 Personen da leben. Das teilt sich da ja dann auf das Geld. 2,5 Millionen von jenen. Und alleine, weil ich viele Dinge mache, die man sehen sollte. Oh, ist hier hinten im Gange. Du blöder Bastard. Am Ende des Ganges. Ich meine, du kriegst als Untermieter ein Haus für eine Gitarre, ja? Gitarre, ja? 2,5 Millionen. Ah. Sicher nicht für Was ist, wenn ich dir Pointshop. jetzt sage, dass mir Ja. das eigentlich so scheißegal ist? Ja. Kannst gerne bei mir wohnen. Nö. Solange nur 500.000 von. Was ist, wenn ich dir 200.000 Pointshop-Punkte gebe? Ja. Für die jungen Alraun. 2.800. Boah, weiß ich nicht. Eine zweite. Ich meine, es gibt halt nicht so viel, was ansprechend ist in Pawnshop. 200.000 Pointshop-Punkte sind der Umrechnung Folge 8 Millionen wert. Ja. Problem ist, der Markt wurde halt dadurch beeinflusst, dass man halt früher viel Dings farmen konnte, Pointer-Punkte. Ich kann ja noch mal rechnen, vielleicht hat sich ja was geändert. Man kriegt 125.000 10 Euro. Man kriegt 5 Millionen. Das sind 40. Das sind 8 Millionen. Aber weiß ich noch nicht. Wobei, können 2.000 junge Raun machen. Für 200.000. Zweitausendfünfhundert? Überleg mal, Pointshop-Punkte, so viele, ohne irgendwas dazu zu donaten, da brauchst du auch erstmal eine Weile, um Ja, das zu haben. was soll ich mir von den Pointer-Punkten holen? Pointshop-Sachen? Ja. Oder sie weiterverkaufen? Wer soll das machen? Ich glaube, niemand. Machen viele. Machen tatsächlich ganz viele. Bist überrascht. Mal gucken. Weil ich bin auch nicht so der, der den ganzen Tag an Diamantuhr hängt und einfach farmt, weil das macht mir halt keinen Spaß. Macht mir auch keinen Spaß. Der Witz ist, als ich noch durch alles durchklippen konnte, habe ich mich unter den Alraunen versteckt und habe dann da abgefarmt. Einfach um unentdeckt da zu sein, weil
Das kann ich auch machen, Das ne? sagt ultra, wenn Nekromanten kommen, weißt. Kommen so Nekromanten, wirst gefesselt, oh ja, bla bla bla. Machen ihre Story, töten dich. Nico, ich wollte gerade meinen Zauberstab in der Hand nehmen und mich heilen. Kann ich ja auch machen, ne? Kann mich mit Descendo das gleiche machen. Hey, Aber das mache ich nicht. du Der willst Zauberer. Descendo, meinst du? Ja, Descendo. Also ich habe jetzt schon für dich 900 junger Raum. Sind die Jungen so Ja, egal? ich will halt einen Animagus haben. Beim Custom Char und dann gefühlt 8 Milliarden Euro Netto DU im Monat Was ich machst, willst du einfach dir machen alles kann, leisten. ich mache mir einfach einen Custom Char und sage, ich bin gebürtiger Metamorph-Magus. Dann suche ich mir einfach drei Animagi aus und sage, ich beherrsche die. Kannst du auch das Animagus-Paket holen, ne? Ja. Frag mich übrigens, ich muss da tatsächlich mal mehr recherchieren noch. Ich habe irgendwie in letzter Zeit so gar keinen Bock, Recherchen zu machen. So, ich Ja, über was müsste mal denn? nachschauen, ob ein Animagus das von vornherein, also so wie einen sechsten Sinn, oder nee, besser gesagt wie einen siebten Sinn, beherrschen tut. Oder ob er sich das auch tatsächlich erstmal antrainieren muss, auch wenn er das Metamorph Magus geboren wurde. Weiß. Einfach Meinst so. Kann er du das von siebten Anfang Sinn? an perfekt kontrollieren oder muss er da Was auch denn? Der muss auch trainieren. Der kann sich nicht einfach in jedes Tier so warte perfekt mal. verwandeln. Der muss Wieso ja. hast du jetzt hier vorne so einen scheiß Teil hin gemacht? Nicht der Hai war da gerade. Also Okay. Metamorph Magus kann nicht alles einfach so. Das ist ja schwierig. Muss das auch erlernen. Oh, vor allem auch die Körper, nur einzelne Körperteile zu verwandeln. Auch alles lernen. Kann er nicht einfach so direkt. Ich meine, die Grundlagen sind halt durch ja, gebeten, Boten, Gegeben. dem, genau. Kann natürlich auch alles lernen. Ja, wenn es so weitergeht. Oh, da ist ein Schiff voraus. Schwarzmagier. Was ist nice? Hellmagier oder Schwarzmagier? Was ist? Hellmagier oder Schwarzmagier? Was ist Gute Seite, geiler? böse Seite. Ja, aber mal noch Also, kommt überlegen. drauf an, welche Fragen. Zauber du. Also, ich habe mir das Hellmagier geholt, weil das Dunkelmagier, der hatte schon die meisten Zauber schon. Also beim Dunkel, also beim Schwarzmagier hatte ich zum Beispiel Besenlosigkeit, Impedimenta und Perfektium hatte ich schon. Ja, Sehr aber. schnell. Also ich würde mir, also ich finde eigentlich Schwarzmagier am besten. Kriegst du seine Tate Maxima, Impedimenta ist sehr stark. Und Perfektium? Doch, Crucio. Weiß ich jetzt nicht. Hellmagier. Aber ich muss ehrlich sein, ich finde Schwarz nicht. Hellmagier interessanter wegen Protego Totalum. Ja. Ist auch holen. Oder Und im. Stormstorm. Gonfiarik ist auch. Ja. Aber ich meine, Dragonier Blau macht halt One-Hit. Dragonier Rot auch. Aber ich meine, du hast ja jetzt Fogfire, macht auch One-Hit. Also Weiß. genauso viel Schaden. Aber das Dragonier kann ich mehr spammen. Ja, wir haben das. Dragonier Blau meine ich. Ja, wir haben das. Sieht auch schön aus. Lol, wie der Wind sich hier komplett anders gedreht hat. Und. Ah! Ganz viel Plastik. Platztheken. SS-Elbis. Unstoppable. Also mein Angebot bleibt immer noch 2000 für deine 200.000 Pointer-Punkte.
2300. Das ist dann nur 10. Ich würde wenigstens mal 20 machen. 1:20. Weil überleg mal, wenn du weiterverkaufst, diese Pointshop-Punkte, kannst du da, wenn Leute normal handeln, 8 Millionen rauskriegen. Warum machst du das dann nicht? Wenn du sagst, das Ah. geht. Do it, Ron, do it. Kannst es ja selber machen. Die Idee. Okay. Dann kannst du ja, wenn du ja 8 Millionen rausbekommst, kannst du ja für 3 Millionen das Mondblatt kaufen oder halt für 2,7 deine 2800. Weil Geld ist mir lieber als Pointshop-Punkte. Aber wer hat 8 Millionen? Ah, Ich? Ron. Ja, du. Willst aber keine Pointer-Punkte. Ja. Muss halt immer wenig verkaufen. Aber viel, halt viele Leute ansprechen. Frag einfach bei der Gruppe, weil die geiert eh immer auf Pointer-Punkte. Ja. Mach das. Machst du sogar ein bisschen billiger, sagst du, das ist ein guter Preis, 35 Galleonen für einen Pointer-Punkt. Will man nicht der Geier sein, aber was? Jetzt bin ich vor den Schulden. Aber du Voll kannst bei mir Scheiß. auch Pointshop-Punkte kaufen. Kann nicht. Ich. Oh. Hab mich so gesagt. Ich hab gesagt, das kann ich. Ah, ich sehe schon, da ist eine Insel. Da soll es aber nicht machen. Mach nicht. Ich crafte die schon mal zu Raumblatt in Klammern Animagus. Auf sie. Aber Ein die einfache. Geldpaket. Ja, die. 5 Millionen Ingame-Währung für 10 Euro. Ja. Bin gleich wieder da. Oh, das war Discord. Ich habe mich gar nicht gemutet. Das war Discord. Lol. So, ciao. Tschüss. Ja, würde ich mal sagen. Da bin ich im Geschäft. Operation gelungen, Patient tot. Oder Operation misslungen, ich weiß ja nicht. Er kann mir auch die 10 Euro direkt geben. Was, das darf er nicht. Mit dem PaySafe-Code. So, jetzt starte ich mal eben Gmod. Ah, ja.
Jetzt geht der NG-Mod rein. Dabei zocken wir beide gerade was anderes. Ich könnte deine Hilfe, glaube ich. Ja, nur kurz, ich hole mir Gleich. Ja, ich eben bräuchte deine Hilfe Schimmeljungen. tatsächlich. Ja, ich verhungere gerade und kipp mich um. 5 Millionen meine ich. Ja, dann komm mal kurz hier zu mir, dann kannst du dir gleich was beim Pfeifen noch. Was denn? Auf der Insel. Ach, wir Wollte müssen mal über den sagen, Ofen. früher wurde ein Ah, Mundblatt ja, docken vielleicht. für 12 Also. Millionen verkauft. Oder für 10 Früher. Millionen. Früher ist nicht heute. Die Leute sind im Mining-Level aufgestiegen, haben nicht mehr so. Da ist eine Ananas. Deswegen gehe ich auch down auf die Insel, weil ich mich ums Einsammeln kümmern muss. Aber ich Aber finde es ich. schade, dass die Inflation auf dem Server so stark ist. Nur weil viele Leute viel Geld haben und Neulinge quasi die Ja, erste das ist immer Woche so. Das. unerreichbar Glaub mir, irgendwas das ist in bekommen. jedem verdammten Spiel so. Wenn du eine Auktion einbaust, dann kannst du gewiss sein. Hey Skull. Dachte mir so, die Häuser werden Alms. irgendwann so halt in der Auktion so vermietet, weißt du? Damit überhaupt jemand die Chance, also dass man Es den wäre Preis cool, wenn abmachen man kann. sowas auch zum Beispiel als Eventpreis noch macht. Das heißt nicht immer nur das Standard F3 und Gutschein, sondern auch mal, du hast dann irgendwie eine Woche so ein Haus. Das Eventuell wäre hat cool. Mike sich das ja selbst schon. Haben wir sonst irgendwas? Dann. Ich gehe mal. Becken sammeln. Also, bis jetzt auch noch nicht viel gemacht, glaube ich. Oder? Von. Also, Aqua, würdest du mir dann auch denn 2800 Jungalraunenblätter für, na, für 2,5 Millionen verkaufen? Ja, ich weiß auch Okay. warum, weil ich die Gitarre holen will. Eventuell. Eventuell. Unter anderem. Eventuell hört sich aber cooler an als unter anderem. Oder Maybe. vielleicht. Ich weiß einfach, was zu sagen, so maybe. Maybe, sage ich immer. Maybe, Call me maybe. maybe. Auch nicht schlecht. So, den Anker kann ich schon finden. Voran mit. User left your channel. Hat Aqua gelieft? Kannst Ja. mal nachgucken. Dein Ernst? So. Maybe, Wenn ich was maybe hat er kaufen doch wollte. gesagt. Boah, Alter, ich krieg Kopfschmerzen. Wann? Bei verschiedenen Spielen, gleichzeitig mit verschiedener Musik. Deswegen habe ich ja die Musik auch Boah. meistens so leise, dass ich sie nicht mehr mitbekomme. Ich wusste gar nicht, dass 5 Millionen nur 10 Euro kosten. Kaufe ich mir öfter. Nur 10 Euro. Naja, gut.
Muss ganz ehrlich sagen, das unterstützt ja den Server. Kriegt ihr dazu bei, die Kosten zu tragen und alles. Ich freue mich schon auf den stärkeren Root. Root. Ja, Root. Ein Serveradministrator schläft nicht. Er. Root. Ha. Lustig, ne? Weiß. Blöd. Jetzt habe ich den Witz auch irgendwie. Ich habe nie genau aufgepasst, wie, wo was, aber. Viele meckern immer, dass seitdem dieses Starting Lua eingefügt ist, das Connecten viel länger dauert. Nein, tut's nicht. Bei mir geht's deutlich schneller. Bei mir geht's immer noch genauso schnell. Und das sind die Typen, die ich arbeite haben. Mit einer 100.000er Leitung. Scheiße. Guck mal, ich bin Dorfkind. Wahrscheinlich habe ich eine 100.000er Leitung. Ganz Deutschland ist ein Dorfkind. Ist so. Kann Mama Merkel nichts dagegen sagen. Oh, warte, nee, es ist ja bald nicht mehr Mama Merkel. Es ist ja bald irgend so eine alte Olle Schrulle. Am Karrenbauer. Glaube schon, das war die. Ja, das kriegt kein Mensch buchstabiert. Karrenbauer? Gramm-Karrenbauer. Gramm-Karrenbauer. So ja. Gramm wie Gramm in Kilogramm. Ey, es gab mal so eine Parodie von Caroline Kebekus, kennst du wahrscheinlich, ne? Wer? Ja, ne. Also TV Total wäre definitiv mal wieder angebracht, aber die machen ja keine Sendungen mehr. Beim Mann heißt es ja Comedian und dann halt eine Frau, oder ne? Eine Comedy-Person. Weil die hat halt so eine Parodie mal gemacht. Ja. Und da kann man auch irgendwie Karrenbauer vor. Tell me more. Ich verhungere gerade und stöhne. Aber ich liege auch schon im Bett, von daher. Was soll passieren? Gott, was denkt meine Mutter, wenn er das gleich mit PayPal macht und da irgendein Mann im Hintergrund stöhnt? Oh yeah. Nicht du. So, ich bin online. Oh, direkt jemand mit Soundboard, Alter. Bockt dir schon richtig. Der Scheiß, Hufflepuff, Cedric, Diggory. Ticket. Nee, los. Oh, warte. So. Habe ich mal Vertrauensschüler. Das ist mein Ziel. So, ich will meine Mutter. Ich sollte mich auch mal irgendwo hin bewegen. So als damit natürlich. Dann lese ich wieder mein unsichtbares Buch der Unsichtbarkeit oder so. Das hatte ich ja letztens als einen Grund genannt, wieso ich dann da und rumhocke. Lese im unsichtbaren Buch. Das ist tatsächlich ein legit Buch, was es in Harry Potter gibt. Kannst du nur nicht in real kaufen, was schade ist. Halt witzig. Kaufst du so ein Buch und dann kriegst du halt so eine leere Packung zugeschickt. Andererseits wäre es brillant, andererseits fetter Scam. Aber definitiv so. Geld zurück. Weil sie es wieder verloren haben.
So, jetzt habe ich die Schiffslänge endlich final festgelegt. Alter. So, wo ist Akku hin? Ist er disconnected? Eine sehr gute Frage. 10 Punkte, würde ich sagen. So, ich habe 5 Millionen. So, keinen Bock mehr auf diese Möwen. Einfach nur das. Zauberer. Keine Sorge, Nico, ich komme auch gleich wieder. Nur. Bitte. Bams. Ich habe noch nicht die Jünger ran. Da vielleicht noch ein bisschen. Ah ja. Schon. Okay, nein. Deswegen farm ich dir die. Die Okay. so. Weil ich habe eigentlich immer ein Mundblatt, damit ich die direkt verkaufen kann an die Leute. Weil ich habe jetzt auch wieder Jünger ran gefarmt, weil ich sehe es ein. Manche Farmer haben schon gefarmt. Dann brauchen die halt noch so 1000 oder so. Dann ist es ja blöd, dass sie dann so viel gefarmt haben für nix.
Deswegen farm ich die jetzt so einzeln, dann verarbeite die nur zu diesem Araunblatt-Animagus. Ja. Ja, denke ich mal mit euch. Ich warte dann in diesem komischen Und ich mache auch, Verkaufshaus. glaube ich, kaufe mir jetzt gleich einen Laden da, weil das passt auch für John Edgecomb. Mein RP mit John Edgecomb. Weil ich bin ja undercover bei den Todessern. Bin fast vertrauter Todesser bei denen. Hab halt meine Mission, die kann ich aber noch nicht machen, weil der ein Nekromant ist irgendwie jetzt für eine Woche weg. Da habe ich, ich bin halt ein Zauber, ich habe halt einen Zaubertrankladen, habe ich ihnen gesagt. Kauf mir jetzt einen Laden da, verkauft halt Zaubertränke und so. Als Herr Aldama. Warum nicht? Ja. Ja, ich kann dir mal sagen, wie viel ich jetzt habe. Sechs. Würdest du mir denn für einen Animagus empfehlen? Was sind wieder? Google jetzt was Mike, sind. darf ich mir eigentlich noch ein Haus mieten? Also eins in Hogsmeade? Oder wäre das blöd für die anderen Leute? Ich zweifle nicht daran, dass du selber die Frage beantworten kannst. So, Mike, ich habe jetzt 10 € gespendet, damit ich 5 Millionen habe und mir wieder eine Gitarre kaufen kann. Nee, du hast 10 € gespendet, damit ich weiter Auto fahren kann. Genau. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Lol. Weiß es nicht, Mike. So, ich baue jetzt aber erstmal hier den Schneekenladen hin, ne? Weil Diesen tollen. ich will nämlich einen Laden halt machen. Also John Edgecomb, der ist ja bei den Todessern undercover als Herr Aldama. Der Ja. hat erzählt, dass er einen Zaubertrankladen in Maastricht hat, in den Niederlanden. Und ich will das halt so machen, dass ich halt umgezogen bin und da halt Sachen verkaufe. Ja, verstehe. Halt, wobei ich überlege, ob ich das noch als andere Person mache, weil ich glaube nicht, das wäre so gut, wenn ich als John Edgecomb immer einen Fühlsaft-Trank nehmen muss, damit ich da was verkaufen kann, weil Herr Aldama ist von John Edgecomb eigentlich eine gute Person. Dann glaube ich, mache ich das im anderen Job. Weil wenn ich dann als John Edgecomb da illegale Sachen verkaufe, wie Fühlsaft-Tränke oder Basiliskengift, auch nicht toll. Kann stimmen, ja. So, dann wollen wir doch mal den Laden hier aufbauen, nicht? Die Musik 20 Mal abspielen? That you love. So, warte mal, bevor wir jetzt hier einfach nur sinnlos hin und her fahren, gucken wir doch jetzt erstmal, was wir noch als nächstes erreichen wollen. Das ist eine Gar Insel. nichts. Guter Anfang. Also Ron, Satz. ich bin gleich fertig. Kannst du das gleich abholen? Ja, ich bin in diesem Ja, du Tram sitzt auf der Kette. Treppe. Muss noch 1,5 Minuten warten. Wobei, oder weniger. Ja, Nico, wo hast du die ganzen Dinger jetzt hingemacht? Welche ganzen Dinger, die sind jetzt nur an der Seite vorerst. Damit die einfach mal da drinnen keinen Platz mehr weg. Sind da draußen. Mache ich dann später einfach einen Raum draußen. Oh, wow. Du hast gerade eine Vogelscheuche gedraftet.
Ja. Funktioniert noch nicht so richtig, hab ich. Okay, dann haben wir jetzt eine ganze Family. Hab ich auch eine gerade gemacht. Ah, kannst du dann dazustellen. Ja, dass man nicht noch so kleine machen kann. Wäre witzig so. Ne? Baby-Scheuch und Kinderscheuch und. So. Ach so, Mike, du machst jetzt den Zauberladen dahin, oder wie? Guck mal, vielleicht kriegen wir das Schiff sogar gedreht, das wäre ideal dann. Also. Ja, Animagus. Es dreht. Sehr schön, sehr schön. Du hast ja gesagt, welchen Animagus die ich empfehlen sollte. Ja. Am besten wäre vielleicht einer, den vielleicht nicht viele Leute haben. Oder. Ja, das. Also, Hyperreif soll scheiße sein. Halt dieses, du kannst es ja. Kannst du in den Drachenjob gehen? Nee, ne? Nein. Aber war ich schon. Spiel. War ich schon. Hab ich schon. Hase gespielt. Haben wenig. Gibt's denn überhaupt? Ja, da Hase. Ich bin Hippogreif und so schon. Hase bist du. Hase. Hase also kann ich nur Boing Boing machen, das ist langweilig. Und springen? Ja, ich. Zum Beispiel, ich bin ein Bär, den hat auch niemand. Soweit ich weiß, Hirsch haben. Wenige. Welcher Animagus hat denn. Irgendwelche Vorteile, so wie schneller Bier laufen. Ist schnell, Bär ist auch schnell, Hase kann halt hochspringen, Pferd weiß ich jetzt nicht, Hippogreif kann halt fliegen, Säbelzahntiger hat irgendwie nix, glaube ich. Doch, er hat bei Eis. Von den anderen gespielt. Weiß ich nicht viel. Ich weiß halt, dass der Hase hochspringen kann. Also ich habe jetzt deine Dinger da, ne? Deine Dinger? Okay. Ja, jetzt muss ich mir erstmal eine Kiste kaufen. Das nicht rumbacken. Alter, wie ich da nicht hochkommen tue, ey. Mann, scheiß. Stell dann die hier die Kiste hin. Also, ich gebe dir jetzt 28 Araumblatt Animagus. Das sind 2800 Jungalraumen. Ja. Soll ich eine Kiste hinmachen? Ich habe schon eine hingelegt. Hinter dir. Achso, da. Drin? Da liegt nichts drin. Können wir weggehen? Wir gehen mal nach draußen. So, als erstes das Geld. Das. Sicher das auch alles hier ab. Noch eh mit GIF. Ja, mit GIF. Ja, ich meine, wenn ich da jetzt was reinlege. Das genug Nullen? Warte mal. Balken. Genau, das sind 2,5 Millionen. Hier sind deine 28 Aron. Oh Mann, wie ich es einfach nicht schaffe, hier auf ja. Die verdammte. Kannst du auch nochmal nachgucken? Ja, hab ich schon. Dankeschön. Schön. Ist Scam hier eigentlich erlaubt? Theoretisch kannst du halt Leute abziehen. Ja, ich meine ein Scam im Sinne von... Ja, ich weiß, was du meinst. Eigentlich kannst du das ja machen. Nur du kannst ihn halt trotzdem anzeigen und das Geld dann einfach hier abziehen, weißt du? So als Aura. Ich würde ja theoretisch einfach sagen, wenn du ja dem das Geld gegeben hast, kann es wieder zurück. Immer hoch. Ja doch, ich weiß, was die Vogelscheuche weil bringt. Weil ich wurde ja auch einmal gescammt, also der eine meint so, der vertraut mir nicht, weil ich habe auch gesagt, als erstes das Geld, dann habe ich ihm halt die Sachen als erstes gegeben und dann ist er einfach disconnected. Dann habe ich einfach ein Ticket geschrieben wegen RP-Flucht. Dann hat er mir das zurückgegeben. Scheiße, ich brauche einen neuen Speer. Weil, shit! Wer Junge, mir sind die ganzen Sachen ausgegangen. Ich bin bei den Auroren gemeldet. Ohne Scheiß! Wieso brauchst du dort so lange? Viel Spaß. Jeder Hai ist jetzt gleich weg. Wehe. Gleich. Wo ist denn der? Da. So, du kannst dann gleich da unten rum aufsammeln gehen, aber warten noch. Ah, shit. Hab ich nicht komplett gekriegt.
Hast du noch was bekommen? Ja, natürlich. Warte mal. Hä? Nee. Ah, Vielleicht. scheiße, ich hätte mit dem Haken absammeln müssen. Nein, hättest du nicht. Okay. Ah, die greifen das Teil Ich hier an. hab's. Ja. Naja, Ich kaufe mir jetzt aber keine neue Gitarre. ich hab halt auch eins, aber. Wo ist unser Hai? Da. So, wo ist unser Forschungstisch? Ja. Mal alles umräumen muss. Nee, das hatte ich doch letztes Mal schon, also wirklich, du warst sogar dabei. So. Woher bekomme ich Schmutz? Ich glaube, wir müssen auf eine Insel gehen und wir müssen eine Schaufel haben. Schmutz. Ich craft mir jetzt einen Bolzen. Jetzt habe ich eine Schaufel. Du machst jetzt mal Räuberleiter hier. Ich muss Warum da hoch. ich? Wer hat die Schaufel? Wer hat die Axt? Ich will das Holz. Nö. Lass wissen, ob das geht. Hier. Da haben wir jetzt Kunststoff. Hier eine Kiste. Oh Und fucking Gott. Blumen auch noch. Was denn? Nix. Gar nichts. Ja, du hättest natürlich auch die Idee kommen können, ne? Das bringt schon mal nix. Warte ich jetzt zum Wunder. Zack. Baldig. Google, wie benutzt. Nein, du wolltest doch nichts googeln. Wenn ich nicht weiß, wie man das für eine Schaufel benutzt, wie soll Du ich das wolltest nicht herausfinden? googeln. Ja. Damit google ich halt nicht. Finden es halt gemeinsam raus. Alter, wie krass oft diese fucking Teile jetzt kommen. Seil brauche ich. Noch irgendwie Holz oder? Ja? Hast du noch Holz? Ja. Feuchtstoff. Unten hin. Oh, ja gut, ne? War nur eins. Fuck. So ein Scheiß. Und da ich den Steinhammer hier wieder mal kurz nehme, hasse ich zwar, aber ich. Und der Witz ist, du regst dich halt darüber auf, dass ich dir keine Räuberleiter mache, aber du warst vorher da war AFK die ganze Zeit. Also, was soll ich sagen? Ah, kommst du mal her? Könnte man vielleicht hoch. Warte, ich warte auf eine Welle. Da. Hier. Vielleicht. Wir sagen hier tiefer aus. Ja. Hat er wie permanent irgendeine scheiß Möwe da? Also ich glaube, ich lasse es gleich bleiben. Ah, scheiß Ah. Blumen. Mango nehme ich auch. Kann man gebrauchen, wenn ich.
Warum legst du keine Planken auf den Grill? Ich bin einfach hungern. Ich musste gerade sämtliche Planken vorhin annehmen. Ja. Irgendwo welche. Hoffe ich. Nein, kannst. Oder oben? Ich hatte gerade welche runtergeschmissen. Ja, oben. Warte, ich schmeiß dir noch ein paar Sachen runter. Meine Scam würde mir ja nichts bringen. Ja, übertreib. Ja, ich brauche halt ein bisschen Platz hier. Ach, ja, scheiße, auf die Sortier. Wie möglich, ja. Ich sortiere nachher eh wieder. Hat einfach kein volles Inf haben. Weil mich das direkt triggert. So, dann würde ich sagen, gehen wir gleich noch ganz schnell unten ganz viel tauchen und absammeln. Ich habe fast meine ganze Leiste nur mit Werk, also meine Hotbar nur mit Werkzeug voll. Ja, lass einfach mal schwimmen gehen. Gucken, ob man da unten schaufeln kann. Eine Schaufeln? Ah, shit, da ist schon wieder ein Hai. Und ein Dreck. Aber da hatte ich gerade, jetzt würde keiner kommen. Wie schaufelt man denn so ein Spiel? Was bringt die? Bringt einfach nix. Schmutz zu sammeln. Toll. Ja, wo ist Schmutz? Gute Gesicht. Frage, nächste Frage. Oh, nö, ich geh jetzt nicht mehr hin. Ich auch nicht. Egal. So, unser nächstes Ziel Wobei, warte doch. Leitplatte. Was Kunststoff, ich? Kupferbarren was? Und Silber. Kupferbarren. Barren oder haben wir nur Kupfer? Noch ein Kunststoff. Silber, kack. Warte mal. Das war ein neues Rezept. Was? Ja, Tatsache, ein neues Rezept. Schön. Kannst du vielleicht bitte diese wegmachen, die für mich? Weil ich da immer gegenlaufe. Diese Wasserdinger. Weil ich stehe da so vor der Treppe, dass ich immer ganz außen rumlaufen muss. Ja. Da drüber hüpfen. Ja, gut. Fuck. Ich bin faul, ich will nicht hüpfen. Mike? Ja? Können Sie sich dann den Laden jetzt schon kaufen oder soll ich den erst dann nächstes Mal Freitag kaufen? Was für ein Laden? Ja, ich will den Laden hier kaufen, Hogsmeade. Jetzt warte erst mal, bis ich da was gemacht habe, ja? Ja. Ja, ich mein, will ja nicht, dass du den direkt einrichtest, aber ich will den schon mal kaufen. Hier ist ein Haifleisch für dich. Komm rein. Wir sind unten am Tauchen, oder? Wir brauchen Kupfer. Dann haben wir ja Erz, ne? Ja, aber... Wenig Erz. Wo ist das Vogelnest hingetan?
Ich hab das abgebaut, weil da ist bis jetzt noch gar nichts hingekommen. Doch. Mich nachher. Da ist was hingekommen. Federn. Brauchen wir noch. Nee, da war aber nie. Doch. Ich hab das immer rausgenommen. Lol. Und du sagst mir halt nie was, ne? Danke für Mann, die. Zwei Federn. Wir haben zwei Federn, ja, weil wir vielleicht die Möwen kaputt machen. Nein, das waren zwei Federn. Darin waren. Aber ich mach das mal so ein bisschen mehr Arsch der Welt hin. Kannst hier draußen hin machen oder so. Ah. Ja. Hier laufe ich die nicht ganze Zeit vorbei. Ah, egal. Egal. So, fahren wir weiter. Ja. Ja, aus. Wissen Sie, ich habe mir gestern versucht, Fischstäbchen zu machen. Das Schwule da dran ist. Ich habe die in der Fritteuse. Ich hab versucht, die in der Fritteuse zu machen. Die Teile sind mir irgendwie zermatscht. So krass zermatscht da drin, ey. Seit wann macht man Fischstäbchen in der Fritteuse? Weil man die auch frittieren kann. Das steht sogar auf der Packung drauf. Das liegt einfach daran, weil dein Fett nicht heiß genug war. Nee, ich habe es sogar heißer gemacht, als auf der Packung stand. Der Packung... Ja, aber das hat nicht gebrutzelt anscheinend. Ja, anscheinend nicht, ne? Du musst richtig, wenn du rein... richtig fett brutzeln. Wären die auch schön knusprig, aber nein. Egal. Du hast sie mehr gekocht, deswegen... Ja, ich mach die jetzt zukünftig aufs Backblech und dann mich da vielleicht noch ein bisschen drüber. Du bist immer weirder, Alter! Ich mach sie einfach in eine Pfanne. Ja, im Backblech werden sie auch matschig, ne? Du gärst das Wasser innen drin. Das ist, das gärt von innen nach außen. Oh. Nicht, wenn ich Umluft Doktor, mache. Doktor. Bitte nochmal? Nicht, wenn ich Umluft mache, sag ich. Sie werden mindestens am Boden festkleben. Dafür habe ich eine Folie. Und trocken. Ja, und trocken. Junge, mach das richtig. Mach die Pfanne ordentlich heiß. Nein! Ich hasse es, in der Pfanne die zu machen. Ich habe aber so keinen Bock da drauf, da ich so eine Schlampe. Pfanne putzt und so. Da mache ich einfach Backblech drauf, mach dann Folie kurz ab. Also eine ordentliche Pfanne gehört auch nicht geputzt, ne? Die reibst du nur aus und fertig. Ja, wenn du eine kupferbeschichtete hast, ich habe es nicht noch nicht, wo ich die herkriege. Brauch keine kupferbeschichtete Pfanne. Nicht so gefühlt morgens auf jedem Fernsehkanal, der irgendeinen Scheiß verkauft. Oh nee. Nee, so ein Scheiß gönn ich mir nicht. Drüberwischen musst. Brauchen wir doch nicht. Und dazu gibt es noch einen Extragriff und einen Bohrer und. Und deine Mutter. Deine Mutter. Das Schlammblut. Ah. Das schlampige Wesen. Was so. Eine Schlampe. Vorsicht, gleich kommt der Min und heult. Japano-Schlampen! Schlampig gezeichnet, schlampig animiert, total schlampig. Japano-Schlampen! Folge 3. Ach ja, ich hab übrigens gerade. Wir fahren am Schiff vorbei. Ja, na dann. Weißt du ja, was? Gerade Antenne und Empfänger erforscht. Gange da. Kurze Info. Aber eine Sache konnte ich nicht lassen. Ich habe keine Details gesucht, aber ich habe herausgefunden, dass es endlich weitergeht, nachdem man mit diesen Antennen was gefunden hat. Und das freut mich. Ah ja, ich wollte gerade sagen, was schwimmt da unter und so bei, oder ist das absaufende Schiff? Alter, wie die Möwen das Teil einfach zerficken. Wie krass. Das ist einfach, das hat einfach Hauptsache, schon... Hauptsache, die picken immer nur am Kopf und mir fehlt ein Arm. Ich weiß. Und das Werkzeug natürlich. Einfach so, Ja, das ergibt schon Sinn, wenn man das Werkzeug in der Hand hat und der Arm weg ist, dass auch das Werkzeug weg ist. Dead Logic! Dum dum da! Was mich immer noch ein bisschen triggert, ist, dass die ganze Zeit Wasser auf das Boot kommt. Wellen. Teil ist riesig. Hallo, hast du schon mal geguckt? Mal gesehen, wie monströs die Scheiße ist? Kannst dich ja oben hinsetzen, wenn du deine Füßchen nicht nass kriegen willst. Man wird nicht frech. Was denn?
Kann auch die Titanic anrufen, die bringt ja auch eine Tür vorbei. Was ist denn darauf? Nee, 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 du meinst die Kate Winslet. Die Kate bringt mir einen. Tür vorbei. Oder Jerry. Jerry aus Rick and Morty. Oder die witzigen Leute vom Hogwarts-RP-Server, die immer meinen Türen anzuzaubern. Aha. Do something about it, bitch. Stop whining like a baby and do something. Da lang. So, jetzt gucken wir erstmal, was wir für einen Empfänger und so brauchen. Ach Gott, ist der teuer. Ja, Platin brauchen wir da, hallo. So scheiß Batterien, Alter, davon brauchen wir so viele. Oh. Die sind lästig. 8 Planken, 6 Kunststoff, ein Scharnier und Platinen. Okay, hast du Kupfer? Bin gerade im Gange oben. Ich machen. Sammelt dann schon mal mit zusammen. Also ich versuche gerade das Schiff noch zu fertig zu machen. Können das Kunststoff? Nicht... Ich habe gerade ein bisschen Kunststoff bekommen, aber das wollte ich jetzt hier für weiteren Bau finden, alles. Ist okay. User left your channel. Tschüss. Aqua wahrscheinlich. Then go. Ich mag Aqua nicht. Sagst du jetzt erst? Ist mir unsympathisch. Ja, weil es unhöflich ist. Der Typ ist nur so unsympathisch, der erinnert mich an den Joker. Warum denn so ernst? Der Akku finde ich einfach unsympathisch. Ich finde den nett. Wirklich. Ja, aber ihm geht es um Geld. Geld, 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 Geld. Ich habe ihn Geld, noch Geld. Nie so, ganz gesehen, ehrlich. Wie er Roleplay gemacht hat. Ganz ehrlich, ich. Das ist seine Rolle. Das ist eine Lebensrolle. Ich mag ihn einfach nicht, okay? Ich finde ihn nicht sympathisch. Fertig. Also. Mich finden auch viele Leute nicht sympathisch. Juckt mich aber nicht. Können sie halt machen. Hast du... Ich finde witzig, wir haben hier Kartoffeln, aber... Hast du 5 Planken? Hier, nimm die Planken schon und bist happy. Hast du 6 Kunststoff? Boah, das treibt gerade weg. Treibt gerade weg, ja. Von einer Welle weggeweht. Kunststoff habe ich keins, weil ich das permanent immer wieder verbrauchen tue. Muss einsammeln, wenn es kommt. Weißt du, ich renne schon da unten vorbei, dann rennst du genau in die gleiche Richtung. Meanwhile, ja, I got einen Kunststoff. Ich witzig, wie du das versuchst so ranzuziehen, so du wirst, siehst es gern und dann, ja, ändert aber nichts daran. Aber wenigstens falle ich nicht mehr so oft ins Wasser. Das wird bei dem... Hast du hier oben das Kupfer abgesammelt? Ja. Aber kein neues reingelegt. Ja, von welchem Kupfer denn? Du hast alles. Ja, du sagst mir ja nicht Bescheid, ne? Ja, was meinst du, warum ich die ganze Zeit nach Kunststoff wittel? Ich brauch 3 Kunststoff. Du brauchst mehr Kupfer als Kunststoff, glaub mir. Ach ja, das Kupfer an sich reicht mir ja gar nicht. Mach dir mal das Kupfer da rein. Ja, siehste. Mein Sohn. Ja, komm noch wieder, Alter. Ja, natürlich, ist ein fettes Arschloch, hallo.
Weißt du, ein richtiger Hai würde permanent hier angreifen. Ich wollte gerade 3 drücken und mich heilen, Alter. Haha! Du bist ja drin in Hogwarts, Alter. Ja, der Witz ist, die ersten 2-3 Wochen, wo ich angefangen habe, das war so geil. Ich hab jeden Tag irgendwie geträumt, ich würde Unterricht halten oder so. So. Ich hab Flashbacks im Schlaf gekriegt vom Unterricht. Oh. Stell dir das mal vor. Aber naja, ich sag mal, Hauptsache ich hab mal was geträumt. Meist träume ich ja gar nichts. Ich hab momentan immer weirde Träume. Ich hab geträumt, dass ich unendlich Nasenbluten habe. Und sich das, und mein lecker. Blut sich gerade pyramidenförmig auf meinem lecker. T-Shirt ausbreitet. Ich weiß gar nicht, was lecker ist. Hast probiert, hat vielleicht etwas eisenartig geschmeckt, ne? Das ist gar lecker. So, jetzt darfst du das Kupfer hier nachfüllen, also das Eisen. Jetzt sage ich es, du hast es nicht rausgenommen. Egal. Ich weiß, dass die Mädchen sich demnächst kaufen. Getting got by the day. Noch mehr Ziegel. Wir brauchen noch einen dritten Ofen, so wie es aussieht, ne? Wir haben ganz viel Algen. Wenn du Kunststoff findest, gib es mir bitte. Ich angel jetzt ein bisschen. Boah, musst du sagen, Mike, kommst du mal kurz, ich muss dir was zeigen. Kunststoff? Eventuell. Jo, das landet eh im Netz. Komm mal her, hier hinten. Wo bist du denn? Ah, da. Hier hinten. Einfach so die 2 Kunststoff, die ich hatte. User joined your channel. Ja, fick dich. Mike? Der Witz ist, ich hatte es schon fast. Ist es bekannt, dass wenn die Leute ihr Bußgelder bezahlen, ne? Dass das ja, Geld sich das ist. Okay. Ja, alles klar. Ja. Gut. User left your channel. Das was? Ich hab eh genug. Lalala. Egal. Fuck. Im gleichen Team, du Trottel. Ja. Ah, sie Trottel! Sag das mal zu dir selber. Ja, ich bin ja auch ein Trottel, ich weiß. Ah, jetzt habe ich eine Leitplatte gemacht, jetzt wird mal wieder ein Kunststoff. Aha. Komm mal her. Nee. Komm her! Hier will ich nichts mehr. Jetzt willst du das Kunststoff nicht, ja gut. Nee, nicht von dir. Fick dich. Muss ich das jetzt ins Wasser schmeißen, damit du es als verpackte Kiste einsammeln kannst, oder? Nein. Das ist Umweltverschmutzung. Umweltverschmutzung, ja. Bitchfight. Ich werd gerade an deinem Schuh rumgen. Ja, ja, meiner Schuhpflanze. Gekaut. Ich frag mich gerade. Das ist doch. Nee, das war eine schwarze Blume. The fuck? Was machen wir mit einer schwarzen Blume? Wir hatten keine blaue gefunden, deswegen haben wir da eine schwarze reingepflanzt. Hast du die gerade gefarmt? Ja. Nee! Nee! Da war nicht mal Kunststoff drin. Ja, siehst du, da hinten hast du jetzt Kunststoff verpasst. Gratulation.
So, jetzt komm ja. her, verfickte Scheiße. Nee. Da! Nee, jetzt kannst nimm. Du immer haben. Ich kümmere mich um den Hai. Ja, nimm du jetzt das verfickte Kunststoff. Dankeschön. Auf dich, Alter. Ins Gesicht. Ah, du hast es genommen, ich sehe schon. Für mich jetzt aber eklig. Ist ich jetzt eklig? So, ich hab einen Empfänger, wo soll der hin? Der muss eine Charge. Ich denke, den kann man immer umsetzen, aber setzen. Ja, hin. Aber der muss nach oben. Der muss auf eine höhere Etage. Deswegen. Ja, toll. Und hier in die Ecke, weil wir müssen sowieso 80 mal hochlaufen und gucken, wo wir hin müssen. Also da. Benötigt Batterie. Gratulation. Ja, wir haben ja auch noch keine Antennen. Bringt uns noch nichts. Wieso machst du dir dann die Mühe? Meine Fresse. Ja, den Lash könnten die immer aufmachen, wa? Oh Mann. Wir könnten einen DM aufmachen. Hast du es gerade wieder abgebaut? Mhm. So Accessoire-Artikel und so, hier unten ne? erstmal rein. Ja. Was bringt das? Nix. Das ich dachte, der Laden kommt woanders hin. Das steht einfach nicht im Weg rum, ne? Das ist eine Ecke. Oder denkst du jeden Morgen, oh ja, die Ecke. Die ja, genau. Oh ja, die Ecke, da muss ich jetzt mal kurz durch. Ja, genau das denke ich mir. Das ist mir aber scheißegal. Durch die Ecke. Was ich crafte, ist... Stell ich auch irgendwo hin. Bis ich es umstelle, genauso wie das Segel. Wenn du es jetzt abbaust, ne? Dann. Ich lasse dir kein Essen mehr. Oha. Und bring dich nicht ins Bett. Oha. Oh mein Gott, er lässt mich nicht mehr einschlafen gehen. Oh mein Gott. Oh, Angst. Ja, dann stirbst du. Und? Ich hab meine Items dann noch. Will ich dich aber auch nicht mehr reinlegen, du, ne? Ich hab ja das Essen. Er stirbt. Er sagt das, bis er stirbt und dann ist er... ist. Ich kenn meinen kleinen... Klinkepoop. Warum heißt Klinkepoop? Ninkepoop. Ah, ist auch nicht besser. Doch. Nein. Nee, ich glaube, die kann ich zumindest. Warum ist dein Vogelscheuch eigentlich noch heile und meine nicht? Keine Ahnung, weil du deine zuletzt gesetzt hast und das dann deswegen seltsam gedacht ist. Was weiß ich? Die Welt ist. Weil deine einfach stinkt. Da kennt er meine nie. Fresse, Ron, jetzt chill mal deine Nippel. Es geht jetzt so langsam zu weit und auf den Sack. Okay. Erstmal chill mal deine fetten Eier. Genau, deine fetten Eier. Oh Mann. Suppending ist so unnötig. Was ist unnötig? Das Suppending. Bist du? Ja, weil es mega wenig bringt. Wir haben kein Trinken. Wer dem's nicht mit Schlucken? Ja, jetzt brauche ich auch nicht mehr auffüllen. Weiß ich nicht. Das Wasser und kipp's einfach weg. Also ich habe keine Lust mehr zu leben. Ich trinke jetzt Salzwasser. Lol. Bringt dir nur nichts. Der Witz ist, weißt du was? Es zieht noch ab. Jedes fucking Mal, wenn ich jetzt hier hochgerannt bin, diese scheiß Teile, erinnere mich an die fucking 50.000 Scheine. Ich komm raus, ich seh die Kreise und so, okay, 50.000 liegen da. Ah, shit, das ist doch nur. Es ist irritiert voll. Und noch ein. Nein, das war Salzwasser. Oh mein Gott, ich kipp um. Oh. Weißt du, wir waren gerade gar nicht auf irgendeinem Kurs, um ehrlich zu sein.
Gott. Kannst du mich ruhig Nico nennen? Brauchst nicht Gott sagen. Gott kannst du Mike nennen. Amen. Ja, Mike ist ja auch unser Gott irgendwie. Halt so. Guck mal, ich kann nicht dafür, dass es ein Fakt ist. Töten, 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 schneller, schneller! Hat er echt gestorben? Nein, ist er nicht. Oh, gut. Das ist die Netzteile hier zu reparieren. Echt, naja. Ich wollte gerade sagen, das ist der fucking Anker am Boden oder was? Hinten ist eine Insel. Ah, jetzt ist ein Arm abgefallen. Weißt du? War nicht Richtung Insel? Ja, nee, du hattest leicht nach rechts so in Richtung, ja, wie schön. Ganz langsam an der Insel bei alles. Immer nicht, wofür ich die Schaufel brauche. Und nicht mit Schmutz einsammeln, weil so weit war ich auch. Schmutz einsammeln? Aha. Ja. Ich meine, sorry, essen. Sorry, ich meinte noch mehr Schmutz einsammeln. Aha. Aber nicht falsch. Ja. Mit Augenwimpern zu. So, wie heißt denn mein Laden? Mein Laden, natürlich. Wie denn sonst? Foodlooker Mike, wa? Foodlooker Mike. Klar.
Gott, Nuckler. Mike. Ja, du, Ron, muss ich jetzt wirklich die ganze Arbeit hier machen? Ron? Sieht so, ne? Ah, so ein Scheiß. Ey, Ron ist ja die ganze Zeit AFK. Wie soll ich denn da mit dem... Dann regt er sich auf, dass die nicht sammeln geht. So, sind wir da. Ja, Ron. Was ist? Du bist halt die ganze Zeit AFK. Kein Wunder, dass ich dich halt sammeln lasse, weil du... War 3 Minuten weg. Ja. In der Zwischenzeit habe ich die Insel leer gelootet, alles. Ja, tut mir leid, dass ich Hunger habe in Real Life. Ja, dafür kann ich ja auch nix. Ja, ich auch nicht. Ja doch, was essen, aber was bereithalten natürlich. Nee. Was ich mir gerade Ding gemacht habe. Nice. Was nice? Heiß, nicht heiß, nicht nice. Ah, heiß. Wir haben schon 25 Überlebenstage. Ich frage mich, ob die überhaupt noch stimmt. Warum sollte die nicht stimmen? Ah, nein. Nein, nur. Ist noch Schrott irgendwo? Mhm. Ein. Wenn nicht, unten an der Insel. Ah, gut. Gehen wir halt tauchen. Schmeiße dann den Eiköder raus. Musst du? Ja. Warum? Ja, fang ruhig schon mal. Ah! Blöd. Von. Warte an. Ah! Blöder Wichser. Okay, jetzt mal. Du musst mir helfen. Ja, ich habe gerade gesehen, dass sie dich geknackt hat. Du bist ja auch da direkt beim Köder in der Nähe. So. Legt sich meine erste Mal da rein, ey. Scheiß. Mal, jetzt ist mein Haken wieder verpackt. Ja, musst du Rechtsklick machen, ne? Dann.
Ah, beiß mich. Mich hatte ich hier den Köder hingeschmissen, oder ist schon weg? Ne, da ist er. Mike? Ja? Kannst du eigentlich Gegenstände beim Pack 3 warte einfach, ganz, bevor ganz du klein machen? Ja. Der Köder nehmen. Könntest du theoretisch aus diesem einen Diamanten und diesem, wie heißt es, aus diesem Hirsch so ein ganz kleines Symbol machen oder so? Und dann an tragen kann als F3-Item? Hirsch? Ja. So ganz klein. So als. Was kommt denn eigentlich bei Mike da in dem Laden? Ah, Zauberstäbe kaufen. Schneiderei. Ich meine, da steht Schneiderei, da will Zauberstäbe kaufen. Oh, Safa. Oh. Safa schreibt schon. Ah, blöder Wichser von einem Hai. Ja, jetzt darfst du mich erstmal rausfischen kommen. Entschuldigung. Hä? Wo bist du denn? Auf diesem Riff da. Bisschen unter Wasser. Also erste Ebene Riff quasi. Weißt du, der blöde Heide geht ja auch zum Recken. Sammeln. Also der geht das Teil da nicht snacken, was er eigentlich sollte. Wäre ich jetzt auch gestorben, dann wäre das Spiel vorbei. Nö, dann hätten wir einfach den ganzen Loot verloren. Ach ja, stimmt, wir stehen auf normal, ne? Ich frage mich, wann der Typ endlich mal hier hinkommt und sie halt hier ab. Ja, immer noch. Warte mal, ich habe eine Idee. So. Lassen wir das Boot ein wenig schwimmen. Weil, eigentlich so ein Köder für den Ei. Ah. Alter Wichser. Au, ist ja ultra effizient. 2 Schläge nur. Warum hast du einen Metallspeer? Jo. Guck, jetzt. Schwimmen. Schnell. Ist er abgelenkt. Kümmern wir mich um Erze? Warte hier. Und der Eisenhaken ist auch viel schneller. Du hast den auch? Ja, ich habe mir die Teile jetzt einfach mal gecraftet. Ich dachte so, okay, mache ich jetzt einfach mal. Damit ich habe. Jetzt kommt dein Spruch und sagst mir nichts. Du kannst ja selber einen machen, also wirklich. Ich habe nicht gesagt, dass du keinen machen darfst. Wäre ja assi. Ja, der Hai ist noch beschäftigt. Wir brauchen die Ressourcen halt eigentlich anderweitig. Glaub mir, so viele Ressourcen, wie wir kriegen. Der Haken, der geht halt wirklich klar. Ja, und der auch. So Holz? Weit nicht. Scheiße, ich muss hoch. Ah, der Hai ist schon wieder im Gange.
Und noch gerade geschafft, bevor es war schon raus. Flasche. Sechs Kunststoff und Glibber, das krieg ich hin. Acht Kunststoff. Glibber haben wir nur, glaube ich, keinen. Aber ich mache mal, dass wir weiter schwimmen, dann kriegen wir mal wieder Kunststoff und so. Scheiß. Glibber haben wir noch ein bisschen. Also wenn du die Schmelze nochmal füllst, mach bitte als nächstes Glibber rein. Seetang, meine ich. Weiß. Antenne. Bolzen. Hot- und Leitplatte. Heißt, mach du dir auch ruhig mal die eisernen Sachen, einfach um sie mal zu haben. Das ist nur noch ein Kunststoff? Ja, doch, eigentlich habe ich ja noch zwei. Ja. Zack, jetzt haben wir zwei Leitdinger. Jetzt noch ein Schrott, dann könnte ich Dings machen, dann könnte ich noch eine weitere Schmelze. Komm her. Nee. Immer wieder bauen, so ein. Was willst du denn bauen? Ah, ich wollte hier halt so eine Säule hinmachen. Dann den Grill dazwischen. Ich glaub, du das hinkriegst. Nein. Okay, warte. Hauptmenü, ja. User joined your channel. Du kannst nicht zufällig machen, dass es auch so ist, dass wenn ich dieses mit dem Umhang an hab, dass ich auch, wenn ich die Kapuze auf hab, weißt du, was ich meine? Dass da die Maske drauf passt. Weißt du, statt der anderen Maske? Weil ich hab gesehen, du machst es mit Pack 3, da müsste es ja eigentlich gehen. Dass die eine Maske halt weg ist von dem, wenn ich. Warte mal, ich zeig's dir mal kurz, wenn ich drin bin. Ich komm mal kurz rein. Weil ich kann ja. So. Dem Model hier ändern, dass ich bei dem Model statt der Maske die hab, die du gerade an hast. Aber das ist doch im Skript angepasst, hat doch mit Pack 3 nichts zu tun, was du da hast. Ach so. Ja, nee, ich meine, die Maske kannst du da nicht entfernen und die drauf machen.
Nee, das ist ein Item, du musst du dir wieder abziehen. Okay, ja gut, passt. Du änderst ja nur über ein Command dein Model, mehr ist es ja eigentlich nicht. Ja. Als würdest du am Schrank stehen. Nico, du musst wieder jemand beenden. Ja, warte ich. Das Spiel allgemein nochmal kurz beenden. Warum? Ich hab den Fehler hier auch. Oh. Du musst einmal nur kurz ins Hauptmenü. Ich? Ja. Sei mal neu joinen, Otto. Und witzig, wie Safa sich ins Bauch gönnt. Server quasi. Mike, was machst du gerade in der Hütte? Gerade eine Maske. Kann man sich die schneiden lassen? Kann sich die schneiden lassen? Für den Chrysler Strange, oder wie? Mhm. Das ist visuell sehr stylisch, sehe ich gerade. Ich bin mal wieder oben. User left your channel. I see a little silhouette. I see a silhouette. Man, Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts of lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Figaro. Sonst geht's? Klar, hallo. Alles supi. Alles supi. Kann man so machen. Weißt du, das ist sowas, Generation Pre, Queen kennt das gar nicht. King Queen. Pre-Queen. Vor Queen. Kurz danach irgendwie so. Mittlerweile kennt das halt kein Schwein, wenn man singt, außer man hat irgendwie einen 30-Jährigen. Zumindest die meisten kennen es nicht. Das weiß nicht, ich bin alt. Kennst du sehr sicher. Aber jetzt, wo du sagst, ich kenn's gar nicht. Kennst du es nicht? Lol. Schande! 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 Nee, Shame! 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 Oh, ich dachte gerade, Baumwolle werden. Shame, shame, shame! Shame on you! Hey! Kannst du jetzt noch drauf joinen, Ron, oder? Nein. Weil du Gamemod offen hast. Also ich glaube, ihr seid jetzt Schweine, ne? Oh mein Gott, ihr habt Kenny getötet, die Schweine! Wer sind denn die? Ja, die sind Schweine! Ich glaube, ich bin gerade dem Hai, eine seiner Bissattacken aus. Was da war? So, E-Mod schon wieder ausmachen. Ich mach das jetzt über Task Manager aus. Keinen Bock gerade. Dem anderen. Aber ich finde es immer noch traurig, dass CSGO hier abschmiert. Oder meinen Rechner komplett zum Abstürzen bringt und mein anderer Rechner, der nicht so viel Leistung hat, kriegt das ohne Probleme hin, so. Fuck. Viel Leistung ist wohl auch nicht gut, oder was? Scheint nicht, ne? Ich
Kann man sich keine Ohrs mehr kaufen beim An- und Verkauf? Ging das nicht mal? Weiß nicht. Doch. Ging. Aber der Tussi wurde. Aber ich kenne doch eure Maschen. Ja, ich hab so die ganze Zeit mein Crafting-Level hochgepusht. Hä, du hast es gekauft und dann. Verkauft? Und dann geschmolzen. Dann wird er verkauft. Ja, du machst dabei doch Verlusten. Ja und? Mein Crafting-Level geht hoch. Ja, das Farm-Level geht nicht. Ja, es juckt mich nicht. Ich brauch Crafting-Level. Damit ich Animagus-Blätter craften kann. Wenn sie bitte zur Seite treten. Oh, dafür habe ich Äxte gemacht und so. Wofür? Crafting-Level? Oh. Worüber reden wir hier? Ja, Äxte kann alles sein, Alter. Äxte kann Punkt-Äxte sein, Äxte kann alles sein. Äxte. Äxte. Eine gute Idee. Bezacken. Stone und Wood. Äxte soll ich bitte machen? Du nimmst dir Stein. Wie viel Wood braucht man? 5. Halb so viel Holz wie Stein, glaube ich. Ja. Stone. Einmal bitte. 200 Stück. Ah, das passt nicht in mein Inf. Nein, so ein Scheiß. Das Boot driftet weg. Und. Willst du mich verarschen? Man kann kein Holz mehr kaufen. Nein. Der Witz ist, du siehst die Bäume nicht so richtig, von denen du Holz kriegst. Doch, also du siehst es schon, aber nicht so stumpf. Nee. Das war knöterig oder so. Kann man überhaupt noch irgendwas craften? Klar. Sonst halt nur ein bisschen Farmen, zumindest Grundzutaten. Habe ich endlich 1000 mal Bier. Wow. Ich gehe jetzt Holz fahren. So, Ron, ich warte eigentlich darauf, dass du auf den Server kommst. Ja, bei mir. Ich komme. Und hast du jetzt einen Animagus? Ich? Ja. Hab mich das Crafting-Level, um diese Animagus-Blätter zu machen. Kannst du das eben umcraften? Das dauert ja nicht lange, das bitte. Das könnte ich dir auch machen. Meinst du das Mundblatt? Auch. Meinst du das... Mach da einfach Crafting-Level. Kann man nicht mehr. Man muss jetzt selber farmen. Craften zu können.
Warte mal. Ah ne, das ist nicht unüberlegt. Ah oh, Mann. Ich kann dir das craften, ja. Welches Crafting Level braucht man denn? 3. 2 oder 3? 2. Er macht das doch ganz schnell. Holz. Farm dir Stein. Ich hab aber keine Lust, Holz und Stein zu farmen. Ja, das dauert auch nicht lang. Der Warmen kann das ja machen. Was? Wird ja auch bestimmt Crafting Level 2. Ja, ich hab ihm gesagt, ich könnte es ja machen, aber was? Ein Crafting Level 54. Das bringt mir nichts. Okay, ich mach's nachher. Na, jetzt will ich erst craft. Da ist eine Insel. Ja, kümmer du dich erstmal drum. Ich. Große Insel. Definitiv. Brauchst du. Wir machen einen Schritt in die richtige Richtung. Kümmer du dich mal ums Segel, bitte. Ich bin gerade ein bisschen heftig. Zack. Ja, erste Antenne ist aufgestellt. Wieso riecht es plötzlich nach fucking Kuchen? Ich hab so Bock auf Kuchen jetzt. Aber nicht in der Fritteuse, dann wird er latschig. Gib dir gleich was. Oh, du scheiß Hai. Bremst das Schiff mal. Bremsen. War doch der Aura, oder? Warte, Ron. Ron, tauchen. Wir gehen jetzt tauchen sofort, weil der Hai ist tot. Sammeln so viel Schrott wie möglich. Und Erze natürlich. Rein, so. Dick. Oh, das mit dem Sauerstoff wird aber knapp bei mir. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich überlege gerade allen Ernstes backen. Nee, ohne Scheiß, ey. Das wär's jetzt einfach. Ich hätte eher Bock auf eine Sahnetorte. Dann geh du zum Bäcker, nur holst dir da eine Sahnetorte. Der ist mir zu teuer. Vögel gehen halt echt nicht an deine Vogelscheuche, ne? Keine Ahnung warum. Aber der hat jetzt gerade am Feld gepickt und nicht an der Vogelscheuche. Ah, vielleicht weil die Vogelscheuche nicht außerhalb des Feldes steht. Wenn man eine Vogelscheuche wieder abbaut, bekommt man einen Teil der Ressourcen zurück. Wenn die kaputt ist. Das ist nice. Es sind noch ganz viele Erze. Mach mal. Mein Anker ist kaputt, also mein Haken-Ding. Guck mal, in irgendeiner Kiste müssen noch mein Haken. Ja. Leider. Man kann hier mal Schrott liegen.
Was? Hier liegt einfach kein Schrott. Kein Schrott. Vielleicht habe ich schon eingesammelt. Ganz hier unten. Ich glaube, jetzt sauf ich ab. Ach, der Grill, den habe ich wohl vergessen. Ich weiß nicht, wo ich ihn hinstellen soll. Ich muss jetzt irgendwie. Ich lege ihn in der Kiste. Irgendwo. Nein, ich verhungere. Ich lege ihn garantiert jetzt nicht in die Kiste. Nimm irgendwo Mangos raus. Wir haben ja unsere Essenskiste, ne? Haben wir die Mangos sonst? Ah, der Hai ist wieder da, der Hai ist wieder da, der Hai ist wieder da. Fuck. Fuck. Scheiß. Ben dir. I'm just a poor boy. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Bad in his life. Monstrosity. Easy come, easy go. Will you let me go home? So, jetzt sag ich, guck, ne, ich eine neue Stahlachs mache. Jetzt habe ich. Da kann ich machen. Und einen Bolzen. Warte, das kann ich hier rein, das kann ich rein. Hättest du was gesagt, dann hätte ich mitgepiekst. Darf ich mal fahren? Wohl nee. Schön. Sagen, wo ist meine Axt? Okay, jetzt habe ich blaue Samen. Sehr schön. Ich habe eigentlich eine blaue Blume. Wie viel Schrott hast du? Schrott habe ich gerade gar keinen. Wir müssen nochmal runter. Hier auf der Insel ist aber noch eine. Da rankommen. Ich habe die vorher nämlich. Ich bringe aber einfach mal ein bisschen. Kannst du das gelbe Zeug auch abbauen? Nein. Welches gelbe Zeug? Einmal Schrott ineinander. Ein Hai. Ah, da ist er jetzt schon ein bisschen länger. Da.
Gestern Abend war das mit Gonigal RP echt chillig. Viele Leute mitgemacht. Die Leute, die keinen Bock haben, waren einfach nicht im Unterricht und haben nicht gestört. Das war schön. Kommst du gleich nochmal? Eventuell ist hier nämlich Eisenschrott drin. Ja, ich hab grad Schrott gefarmt. Ja, aber hier ist definitiv noch eine Kiste. Also eins ist klar, es müssen alle Antennen auf einer Höhe sein, das weiß ich noch. Ah, ja, darf ich auch mal drauf? Danke. Heißt... Da kommt die nächste. Ich? Ja, bitte. Ich muss nochmal hier hoch. Nur wenn du eben runterkommst, mit mir zu schlafen. Ja, weil es dunkel ist. So. Ja, toll. Das ist so lange gebraucht, dass ich schon dafür verdursten und verhungern bin. So, und jetzt? Warte. Nein, jetzt hast du meine Fackel kaputt gemacht, du Trottel. Nein, die muss da drin bleiben. Herr muss ja unbedingt Tag haben. Ja, muss der Herr. Weil ich sonst nichts sehe. Dann komm. Aber wie mache ich es dir dann? Und hier ist gerade neuer Schrott gespawnt. Ja, jetzt helf mir mal hier hoch, dankeschön. Ich warte hier verzweifelt, weißt? Hilf mir, Jungpleite verzweifelt. Okay, ich komme. Ich meine, ich komme ja auch gerne mit Fischen und so, aber wenn keiner da ist, der mir hier keine Rohstoffe gibt. Okay, ist Eisenschrott. Die erste Batterie und eine dritte Antenne habe ich gleich auch. Haben wir. Das ist ein Diebspiel. Ich habe meinen Bildschirm angerotzt. Lecker. Gratulation. Moment. Da. Ist dein Bildschirm geimpft? Ich weiß, das ist eine dumme Frage. Ich habe schon mit meinem Bildschirm geschlafen. Wir haben uns aber nicht testen lassen. Jetzt habe ich herausgefunden, ich bin HIV-positiv wegen dem Bildschirm. Gott. Meins. Toll. Automatisch aus Reflex 2 drücke wegen unbewaffnet. Hast du einen Kunststoff? Habe ich nicht dabei. Oh, so eine hässliche schwarze Blume und blaue. Etwas. Oh, ist noch ein Kunststoff in der Truhe. Danke Gott. You're welcome. Das Ding machen wir bitte nur an, um kurz drauf zu gucken und machen wir dann wieder aus. Als Tipp. Wo ist die Antenne hin? Ich hab eine Antenne gecraftet. Eine Light. Das habe ich gecraftet. Ne, ich habe gerade eine Light-Dingens gecraftet. So, jetzt habe ich eine Antenne. Kommt dann. Sehen. Geht. Okay, brauchst du noch irgendwas? Ich nicht. Keine Ahnung, ich hätte unten rum vielleicht. Guckt. Ich meine, hier liegt noch ein Metallschrott. So direkt unter ihm. Jetzt endlich ein richtig geiles Item. Oh, das. Ist der Hai eigentlich? Bei mir. Okay, ja, das ist kein... cool, dass ich das bekomme. Komm her. User left your channel. Okay, wir können weiter.
Warte, ich hole hier noch. Ja. Mach dir mal eine Kartoffelsuppe. Eine Rübe für den Geschmack. Und drei Kartoffeln. Bin ich nicht nett. Ich koch dir schon Suppe, wenn du nach Hause kommst. Toll. Apropos Suppe, ich glaube, ich mache mir auch gleich eine, aber richtig. Oh. Erst ein Kuchen, Snack. Dann eine Suppe. Entscheid dich. Mach mir eine Suppe gleich. Ich hätte auch Bock auf Suppe. Deine machen. Ja, ich bin so anstrengend. Warum Glibber? Wofür brauchen wir das? Einfach Glibber, einfach das mal den. Okay, wir können los. Ja. Wo der Wind sich noch dreht. Reise beginnt, die Reise beginnt. Das auch jetzt gerade wieder welche mal. Da. Oh, da hinten ist ein Boot. Ich muss diesen Empfänger gerade hinstellen. Sonst verwirrt mich das zu sehr. Ich überlege gerade, was ich für eine Suppe mache. Paprika, Lauch. Aber ja, hauptsächlich Lauch. Warum? Willst du in die Suppe reinspringen? Nein, du Lauch. Ey, du Lappen. Du Lappen von Möwe, komm wieder. Ich hab nicht deine verfickten Federn. Boah, jetzt geht wieder die Musik los. Gisela, Gisela. Was war das jetzt? Fuck. Kennst du das nicht? Nein, zum Glück nicht, weil es klingt scheiße. Von Horst Schlemmer? Kennst du Horst Schlemmer nicht? Doch, aber... Ich hab keine Ahnung, wie das Lied geht. Hallo? Woher auch? Nein. Halt das Schiff an! Warum ich? Weil ich hier drüben bin! Ich bin gerade in den Game-Mod reingetappt, aus Versehen. Ach du Trottel. Wir sind hier an einem fucking Schiff vorbei. Und du, oh meine Fresse. Also, So.
Ich frage mich gerade, was hier tatsächlich so richtig geil riecht, ey. What the fuck? Wieso habe ich die Scheiße eigentlich? Was ist? Ich frage mich gerade, wieso ich so einen Scheiß teilweise dabei habe. Aber so, Oder wie ich diese verdammte Möwe da einfach nicht. Ab und zu auf diesen Dings da gucken, ne? Diesen Radar. Damit wir auch wissen, wo wir hin. Immer schnell jetzt. Sind wir schon gleich da. Ah, dich habe ich gesehen, Bitch. Komm her. Danke fürs Followen, Araflolas 43. Ach ja, dieses Ding gleich, ne? Wenn wir da ankommen. Da gibt's viel zu looten, also am besten in jeden Raum gehen. Also ich gehe davon aus, dass das Ding ist, wovon ich denke, dass es ist, was es früher war. Ich werde hier nicht spoilern. Ja, das ist... ja, schauen wir gleich. Ich brauche unbedingt mal eine neue Lagerkiste. Bock mehr. Ich mache jetzt einfach hier irgendeine Rumpelkiste hin. Da schmeiße ich dann alles rein, wo ich gerade gar keinen Bock drauf habe. Nicht gedacht, dass wir tatsächlich mit einer Batterie auskommen und nicht ansatzweise leer ist. Weil früher hat das immer so rumgebackt. Nachher deine Suppe ist fertig. Ah ja. Ja? Das ist eine Schale. Ja,
Die bringt so ungefähr gar nichts. Weiß. Ist es auch eine Gemüsesuppe, hallo. So, ich habe mir jetzt mal Tauchausrüstung. Okay. Schon scheiße aus. Du hast einmal eine Flasche vorm Mund und Flossen an. Ja, und? Ja. Wie viel Zeug hier reingefiegt? Hast du Kunststoff? Zwei. Kannst du mir die geben, vielleicht? Alter, so ein Scheiß. Ah! Ah ja. Oh, lol. Mal, da hinten sehe ich schon irgendwas. Ich habe gerade auf dem Radar geguckt, also. Ja. User joined your channel. Hi. Hi. Hatte die scheiß Antenne gerade. Hallo. Gorgs. Hallo Ron. Gorgs. Also ich meine ihn und dann also wirklich, weil den Namen nicht ausgesprochen. Was soll ich? Nee, ja, der Typ hier bei mir drin. Bei uns. Ja, du Typi. Der den Namen nicht ausgesprochen bekommt, ne? Näher. User disconnected from your channel. Tschüss. Squawks. Oh, warum tappe ich immer in G-Mod rein, Alter? Bin ich behindert? Ja, anscheinend. Also die Frage habe ich jetzt einfach mal beantwortet, aus Höflichkeit. Die Antwort war scheiße, das sag ich.
Das ist so witzig, Globus drin. Hier ist gar kein Globus drin in dem Raum. Was ist mit dem Globus? Chat, wir müssen rudern. Nee, warte, wir gucken mal. Fuck, ich habe keinen Kunststoff. Ja, wir müssen rudern. Wir bewegen uns rückwärts. Warte. Leg dich mal schlafen. Nee, aber dann möchte ich den Anker runter machen, weil da kann viel passieren. Ach. Ah. Nein. Ich habe kein Material für Paddel. Paddel, hab eins. Hast eins, okay. Mach das Ding mal weg, ja. Guck mal oben drauf, passiert da was? Ja, langsam, aber sicher. 140. 143. Ich mach das Teil einfach mal aus für den Moment. Kein Sinn, das Paddel ist so schnell kaputt. Alter! Machst du auch noch das fucking Segel rauf? Ohne Scheiß. Weißt du, das hilft ja in die Richtung. Muss nach links höchstens. Nur nach links. Reicht dann. Ja, mit dem Segel kommen wir auch gut voran. So, ja. Nach links. Hier ist auch gar kein Rohstoff oder irgendwas in der Richtung. Da dran? Da wird sehr viel Rohstoff sein. Da sind so viele Kisten drin. Nee, glaub, hier ja. Im Wasser meine ich gerade. Doch, darunter sind auch. Achso, so, okay. Ja, auf dem Pfad dahin. Vor allem, das leitet ja nirgendwo. Wie lange hat's noch? Warte mal. Sollte schon fast reichen. Nein, ich möchte da ganz nah dran sein. Ja, aber warte einfach. Wir können die letzten Paddel da vielleicht noch gebrauchen. Da wird so viel Kunststoff drin. Wir können einfach ein neues craften, weißt du, wie viel. Hör einfach auf! Vertrau mir in der Sache, bitte. Komm schon. Ja, wir treiben ab! Machst du den Anker runter, bitte? Ja. Jetzt liegt. Das ist ein bisschen wie ein Jump'n'Run aufgebaut. Ja, ne, das ist mir schon klar. Bevor kämen jetzt noch Zombies. Nehmen. Zombies? Ich will die ganze Zeit T drücken, ne? Ja. Achte auf alles, was auf dem Boden liegt, ne? Auch so Schrott in Regalen. Das ist mir schon bewusst. So nicht. Ich glaube, ich gehe gleich zu meinen Nachbarn und frage, kann ich mit... Nice. Okay. Change. Wir müssen auf jeden Fall nach ganz oben einmal. Ja, nee, das ist klar. Hallo. Ja, vielleicht.
Vielleicht wissen das die Zuschauer nicht. Man weiß ja nicht. Jetzt sollen sie nicht so dumm sein. Gehirn einschalten, dankeschön. Brauch dich. Räuberleiter. Oh ne, brauch ich nicht. Mensch, was ein Zufall, dass das alles mit Balken verbunden ist. Ich wollte die ganze Zeit runter, weil ich hier drin einfach gar nichts ist. So. Bist du ganz oben? Nein, bist du nicht. Bitte geh noch nicht hoch. Nein, bitte nicht. Wieso geht die Insel sonst unter oder was? Weiß ich nicht. Safe! People, Utopia, question mark on everyone. All ice will melt, scientists estimate 2 years. Water levels expected to rise several hundred meters. Australia completely covered in water, breaking news. Wow, 20.02.2020. Kann nichts abbauen kann, ist ja doof. Und welche Hinweise? Keine Ahnung. Ja, ich lass dich davon einen Screenshot machen. Kann doch nicht das Ende sein, immer noch. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier vielleicht noch mehr kommt oder so. Ja, aber das schon seit einem halben Jahr. Ja, aber das hier ist vielleicht die erste und jetzt haben wir freigeschaltet, dass wir die nächste finden können. Es sind noch nicht mal fertig mit Suchen hier. Gibt's Fallschaden im Spiel? Nein, gibt's nicht, gut. Gibt's Fallschaden im Spiel? Im gleichen Moment springt er runter. Nein, es gibt keinen. Hast du einen Schrott? Nein, zufällig. Gib dir gleich einen Schrott, hier ist noch Plastik. Ja, ich hab einen Schrott. Alter. Mal hier. Hier. Vorsicht, auch da kann ein Hai kommen. Oh Scheiße, da hätte ich noch hin. Ah ne, da kann ich auch. So, gehen wir mal hier rein. So, sehr schön. Ah, du musst looten, ich hab keinen, mach ich ja, hallo. Wollte ich nur darauf hinweisen, dass ich nicht mitlooten kann. Ja, nee, das ist mir bewusst. Dann bin ich immer so genervt. Geh halt immer sehr gründlich. Was ist denn jetzt? Ich hab keine. So lange kann ich ja nebenbei Holz fahren. Ja, das Holz, was
ja nicht gibt. Der Loot hätte besser sein können, aber egal. Alter, wie viel hat der Hai hier gesnackt? Ey, what the fuck? Ich würde sagen, lass weiterfahren. Sicher? Da unten sind noch wertvolle. Obwohl, ich möchte erstmal gucken. Soll ich essen? Ich hab die Rezepte dran geklebt. Naja, machen wir was. Gehst du schon weiter? Warum? Wird uns hier nichts Neues angezeigt auf dem Radar. Ja, weil wir sonst nirgendwo in der Nähe sind. Lass bloß das Löwe da. Wir brauchen ein Ei. Dein Ernst? Ich will die Möwe tot sehen. Aber wir brauchen ein Ei zum Spielfortschritt. Ja, dann sagt das doch nichts mal direkt mit dem Fortschritt. Wie zum Fick habe ich jetzt geschafft, in die Third Person zu gehen? Oh no. Gibt da nicht mal eine Third Person im Spiel, deswegen packt es auch gerade rum. Ah, du meinst deswegen sieht dein Charakter so hässlich aus. Was? Die Einstellungen gehen. Keine. Was? Was? In den Steuerern war gerade was mit No-Clip an und aus. Ich dachte so, was? Meins war so, stay. Ich muss kurz neu joinen. Ja, wir sind durch mit dem Projekt, würde ich sagen. Dem hier? Nö, noch lange nicht. Mein Schiff ist noch nicht fertig. Hallo? Können halt nichts anderes mehr erreichen außer Rüstung. Das war's. Was mit der Atombombe? User joined your channel. Hallo Buddy, wer bist du? Oh. Servus. Ihr wisst nicht zufällig, wann Drake wieder oder ob er da ist. Meinst du jetzt auf dem Server? Nee, ich meine jetzt hier in TS. Ja, siehst du ihn, hallo. Ja, deswegen frage ich, ob ihr ihn gesehen habt. Nein. Weil ich keine Lust habe, hier durchzuschauen. Du faule, faule Sack. Nein, der ist vielleicht. Meinst du, wir würden permanent hier rumscannen? Ja, aber es kann sein, dass er hier drin war, weil Mike hier drin ist. Logische Schlussfolgerung. Connections. Also nein, habt ihr nicht gesehen. Nein, offensichtlich nicht von unserer genervten Reaktion her. Ist das nicht logisch? So, jetzt verpiss dich, danke. Ihr habt alle heute Morgen was verpasst. Ivan hat die Schule übernommen. Ja, und ich hab ihn, Und er hat ihn gestürzt, Alter. Eiskalt, mit Feuersturm. Connection ja, aber zaubert. Es gibt aber auch Leute, die arbeiten müssen, nicht wahr, Ron? Was mit Arbeiten? Ja, es gibt Leute, die arbeiten müssen. Sorry, wenn du jetzt um 8 Uhr arbeiten musst. Kann ich hier nichts für. Ja, sorry, dass ihr um 8 Uhr eure Schule schwänzt, ja? Ach, scheiße, heute ist ja Samstag. Ja. Ich hab trotzdem die letzten 3 Tage nicht, war ich nicht in der Schule. Ja, du kleiner Schwänzer, Alter, siehst du? Richtig kriminell ist er hier, Alter.
Aus dem wird man nie was, Alter. Ja klar. Lol. Was arbeitest du denn? Ich bin immer noch Soldat. Soldat, bei was? Bei was denn wohl? Ja, ich Bundeswehr von der Leyen. Ich bin Soldat bei der Reichsmacht. Du arbeitest bei der von der Leyen, ne? Das wird's sein. Ich bin IT-Feldwebel. Nico, wir haben das Spiel durch. Was sollen wir machen? Keine Ahnung, dann gehe ich halt was anderes zocken. Bioshock. Ja, hättet ihr die nicht alles erkaufen sollen, ne, Ron? Hä? Wir reden von Raft. Also. Ja, fuck, Junge! G-Mod kann man nie durchhaben. Weil es immer neues AP gibt und immer Spaß macht. Ein Spiel, G-Mod. Wieso hörst du auf zu spielen? Hä? Ich hab was im Hals. Das ist echt eklig. Irgend so eine. So ein Vieh oder so. Irgendwas. Slime. Nennt sich das Schleim. Nein, das ist left your channel. Ja. Steck so Finger in deinen Mund, zwei Finger in deinen Mund und dann kommst du schon raus. Ich weiß nicht, manchmal habe ich so Tage. Ich trinke dauernd Wasser, trinke. Ich werde so einen Schleim nicht los. Und sobald ich dann mal kohlensäurehaltige Sachen trinke, dann ist der Schleim sofort weg. So. Ja. I'm free. Naja, dann spiele ich halt irgendwas anderes, weißt. Wenn jetzt wieder jemand Hufflepuff Vertrauensschüler ist, ne? Ich bin ein Hufflepuff. Witzigerweise wurde ich tatsächlich Hufflepuff gewählt, aber ich habe keinen Bock da drauf. Ich mag das nicht. Naja. See ya.